herzlich willkommen. Ich habe die Ehre, einer der Workshops hier bei unserem ersten virtuellen Open House zu eröffnen. Mein Name ist Arne Rönnau. Ich bin Abteilungsleiter hier im FZI Forschungszentrum Informatik und sitze in meiner Küche, ja, im Homeoffice. Aber digital ist alles möglich. Ja, also wir haben da, denke ich, eine ganze Reihe von Tools zusammengesteckt, die das insgesamt interessant machen. Und ich möchte jetzt ein bisschen darauf eingehen, was Sie dann eigentlich hier aus diesem Workshop mitnehmen können oder erwarten können. Genau, also es geht allgemein um das Thema Industrial AIoT mit Open-Source-Technologien. Und genau, dort schauen wir uns an, zum einen erstmal, warum ist das überhaupt ein interessantes Thema? Ja, wir haben hier das Thema KI, was den meisten vermutlich ein Begriff ist, aus der Forschung kommend in vielen verschiedenen Facetten sehr interessant. Aber man sieht auch an sehr vielen Stellen ein großes industrielles Potenzial. Ja, gerade im Hinblick auf Effizienzsteigerung in Prozessen, in Abläufen, der Qualitätsmonitoring oder auch der Qualitätsverbesserung. Und eine ganz wichtige Sache ist ebenso auch die Flexibilität, die überhaupt erst durch solche den Einsatz von KI-Lösungen möglich wird. Und einer der Herausforderungen von vielen KI-Ansätzen ist allerdings, man braucht umfangreiche Trainingsdaten. Ja. Das macht das schwierig und teuer. Da ist jetzt aber das Interessante. Wir haben hier im Bereich IoT, also Internet of Things oder Industrie 4.0, gehen wir von vernetzten Anlagen aus. Das heißt, in der Regel haben wir in vielen Bereichen umfangreiche Daten, die aber bisher eher weniger genutzt werden. Und da sieht man jetzt im Grunde ein riesiges Potenzial. Das heißt, die Hürde für KI-Anwendungen, speziell im Bereich IoT, fällt eigentlich weg oder wird sehr klein. Wir haben die Potenzial von dem AIoT. Aber man muss auch sagen, es ist nicht ganz einfach. Ja. Es benötigt einiges an Expertise und Software, um dann effektiv gute KI-Anwendungen umsetzen zu können. In der Regel wird es sehr teuer. Ja. Das muss allerdings nicht so sein. Und darum dreht sich dieser Workshop. Es gibt eine ganze Reihe von sehr guten Open-Source-Projekten, die dabei sehr unterstützen können, innovative KI-Anwendungen umzusetzen. Wir haben Bereiche, die tatsächlich solche Systeme schon einsetzen. Ja. Das heißt, die Robustheit von Open-Source-Software hat tatsächlich einen industriellen Grad erreicht. Die Robustheit ist wirklich gut. Und da trägt dieser Workshop jetzt einen Teil bei, dass wir genau einen Einblick in eine Auswahl von sehr leistungsstarken Open-Source-Projekten geben wollen. Einmal mit beginnend mit Apache Streampipes, ein interessanten Projekt aus dem FZI. Dann haben wir ROS, Robot Operating System, ein großen weltweiten Projekt, wo auch das FZI stark beteiligt ist, aber auch noch vielen weiteren KI-Open-Source-Tools, die wir anschauen wollen. Und wir wollen dann auch mit so ein bisschen Hands-on hier zeigen, wie man daraus konkret Pilotanwendungen entwickeln kann, um solche IoT-Lösungen umsetzen zu können. Und das macht nicht ich, sondern wir haben ein ganzes Team, ein Workshop-Team hier. Das ist der Marco Heiden, Experte für den Bereich Federated Learning, Dominik Riemer, der sehr stark im Bereich Stream Processing IoT ist, Patrick Wiener, Forge Edge Computing, dann Philipp Sender, Automated ML, Daniel Reichert, KI, 2D, 3D Bildverarbeitung, Pascal Becker, im Bereich ROS und additive Fertigung und KI und ich allgemein im Bereich KI und Service- und Industrierobotik. Und so sieht's aus. Wir sind sehr gut in der Zeit. Das heißt, wir haben jetzt ganz kurz geschaut, worum es geht. Und dann wollen wir auch direkt einsteigen. Das heißt, ich übergebe dann an meine Kollegen, die dann Apache Streampipes vorstellen werden. Danach gehen wir auf das Thema Artificial Intelligence und Open Source Robotics ein, haben dann die Möglichkeit zu einigen Diskussionen und Fragen. Aber wir bitten Sie auch zwischendurch gerne schon über die Chat-Funktion Fragen zu stellen. Und wir werden versuchen, auch schon während des Workshops darauf einzugehen. Genau, und zum Schluss gibt es dann noch einmal ein Wrap-up. Und genau, damit übergebe ich dann jetzt die Moderation an Dominik.
Genau. Und genau, So. hoffe, Ihnen gefällt. Bis später. Dann herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, dass wir heute in diesem Workshop so ein paar Ergebnisse und Einblicke auch in das Industrial IoT und KI-Technologien auf Basis von Open-Source-Technologien zeigen können. In diesem ersten Vortrag geht es um das Projekt Apache Streampipes, was so ein bisschen den Hintergrund hat, dass wir es versuchen wollen, industrielle Datenanalysen einfach zu machen, zugänglich zu machen für Fachanwender, die vielleicht nicht so diese IT-Kenntnisse haben. Ganz kurzer Blick auf das Projekt. Wir haben dieses Projekt Apache Streampipes vor vielen Jahren in so einem eigentlich recht klassischen Weg am FZI entwickelt, zunächst in öffentlicher Forschung, dann auch zunehmend in industriellen Kooperationen, haben uns relativ früh auch entschlossen, das Projekt als Open Source zur Verfügung zu stellen und sind jetzt seit Ende letzten Jahres, also Ende 2019, schon in der Apache Software Foundation als Incubating-Projekt gerade und entwickeln dort das Tool jetzt eigentlich in so einer unternehmensübergreifenden Kooperation weiter zusammen mit weiteren Entwicklern, die auch nicht mehr dann vom FZI kommen. Und das soll so ein bisschen das Ziel sein, Ihnen einen Einblick zu geben in dieses Projekt und auch, was man denn damit machen kann. Wir haben einige Demos geplant, aber ich starte mal mit so einer kleinen Motivation. Also, wenn wir uns mal so eine klassische Fertigungsstraße anschauen, dann hat man da häufig deutlich verschiedene Maschinen zum Beispiel, wie zum Beispiel Robotik, aber auch Maschinendaten. Es gibt häufig Dinge wie Umgebungsdaten, die zum Beispiel auch Aufschluss darüber geben können, wie gut wird ein Produkt am Ende hinsichtlich der Qualität. Wenn zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit in der Halle zu hoch ist, hat man bei manchen Produkten durchaus auch dann Qualitätseinbußen. Man hat natürlich in der Anlage selber verschiedene Daten. Das können häufig Daten sein, die auch über PLC-Steuerung zur Verfügung stehen. Aber insgesamt, und das werden vielleicht manche Zuhörer hier auch kennen, hat man eben eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Protokollen. Es gibt einige Standards, aber eben je nachdem, aus welcher Domäne man kommt, unterscheiden sich dann auch wieder diese Standards. Und mein Kollege Herr Rönner hat ja gerade schon erklärt, auch ROS zum Beispiel ist jetzt im Robotikumfeld ein sehr verbreitetes, aktives, starkes Projekt. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel mehr auf die Maschinenebene gehen, sind wir häufig dann eben auch bei PLC-Steuerung. Jetzt haben wir Protokolle wie OPC UA zum Beispiel, die dann auch noch aufkommen. Und das wird mehr und mehr zu so einem Problem. Da starten wir mal mit so einem ersten Projekt, was ebenfalls zusammen mit uns auch in der Apache Foundation als Open Source Projekt entwickelt wird. Und das hat sich eigentlich, das ist das Projekt PLC4X, was sich damit beschäftigt, wie können wir denn eigentlich Daten von unterschiedlichen Systemen erstmal sehr einfach über eine einheitliche Schnittstelle anbinden, zum Beispiel aus Modbus, PLC-Steuerung, Backoff-Automation und so weiter. Und dass man es sehr einfach hinbekommt, eigentlich dann unterschiedliche Daten auch zu beziehen. Und das ist mal der erste Schritt, eigentlich so Daten auf eine Ebene zu bekommen. Und was wir jetzt mit Streampipes als Ziel verfolgen, ist, dass wir versuchen, aufbauend auf solchen Lösungen, die Datenzugriff gewährleisten, eine Integrationsebene zu bieten und auf Basis dieser Integrationsebene Anwendern eine einfach nutzbare Toolbox zur Verfügung zu stellen, um Daten zu analysieren und zu explorieren, die eben von unterschiedlichen Maschinendaten und Datenquellen kommen können. Und das führt mich so ein bisschen zu unserem Mission Statement, was wir in der Apache Foundation als Projektziel auch verfolgen. Das Ziel von Streampipes ist es, eine Open Source Toolbox zur Verfügung zu stellen für das Industrial IoT mit dem Fokus auf nicht technische Anwender, also Anwender ohne Programmierkenntnisse vielleicht, Anwender, die aber aus der Fachdomäne kommen, aus dem Produktionsumfeld, häufig zum Beispiel auch bei KMUs der Fall, wo man vielleicht nicht so viel technische Expertise hat, dass man solchen Anwendern ein Tool an die Hand gibt, um Datenströme, die aus dem Maschinenumfeld, aus dem Produktionsumfeld zum Beispiel auch entstehen, Daten sehr einfach anzubinden, die dann anschließend zu analysieren und am Ende auch etwas Mehrwert stiften, das mit diesen Daten zu tun. Und diese Toolbox besteht in dem Sinne dann aus verschiedenen Komponenten, Modulen, die wir alle zur Verfügung stellen, die dann eben dieses Ziel erreichen sollen. Dazu gehört zum einen Connect, um Daten einfach anzubinden. Es gibt ein Modul, da komme ich dann später nochmal drauf zu sprechen, um jetzt sehr flexibel eigentlich Daten, die einmal angebunden sind, auch mit verschiedenen Algorithmen zu verknüpfen. Es gibt verschiedene Module, um zum Beispiel Daten anzusehen, anzuschauen, zu explorieren, also zum Beispiel auch mal rumzuspielen mit den Daten, um zu sehen, was passiert denn eigentlich, und dann am Ende aber auch zum Beispiel Benachrichtigung oder Warnung zu erzeugen.
Was sind jetzt so typische Anwendungsfälle in diesem Zusammenhang? Zum einen ist es sicherlich erstmal so ein reines Monitoring von unterschiedlichen Assets. Also sage ich mal, wenn man jetzt anfängt, erstmal Maschinendaten integriert zu nutzen, dann macht das häufig Sinn und gibt auch schon so kleine erste Erfolge, sage ich mal, zum Beispiel Daten zu visualisieren, um so einen Stand zu kriegen. Was passiert eigentlich gerade? Wie ist denn jetzt eigentlich gerade die Live-Sicht auf meine Produktionsdaten, auf meine Sensordaten, auf meinen Maschinenpark? Und im zweiten Schritt kann man dann schon relativ schnell und einfach zu diesen eher auch komplexeren Analysen kommen, um zum Beispiel bestimmte Performance-Indikatoren zu berechnen, zu sehen, wie geht es eigentlich gerade in meiner Produktion, läuft alles, wie sind die wichtigen Kennzahlen, die zum Beispiel gerade jetzt in meinem Umfeld, in meiner Anwendung auch relevant sind. Und wenn die Daten jetzt einmal da sind und vorliegen und auch vielleicht schon harmonisiert vorliegen, also in einer ähnlichen Struktur, in einer ähnlichen Frequenz, in einer ähnlichen Qualität, dann hat man häufig so diese erste Basis, wo wir sagen können, wir sammeln jetzt eigentlich mal Trainingsdaten, die wir dann auch wieder verwenden können für komplexere KI-Verfahren. Das ist immer eigentlich so die erste Voraussetzung und da eigentlich den Nutzer auch an die Hand zu nehmen und zu zeigen, Daten können sehr einfach angebunden werden, persistiert werden und dann wiederum aber auch genutzt werden, um komplexere Vorhersagemodelle zu erstellen. Das ist so eigentlich dann der nächste Schritt. Mit dem Ziel am Ende dann eigentlich, ja, produktionsrelevante KPIs auch zu verbessern, nicht nur zu analysieren, sondern auch zu verbessern, indem man zum Beispiel auch kritische Situationen erkennt, Ausfallwahrscheinlichkeiten, Produktqualitätsabweichungen, visuelle Inspektion zum Beispiel ist da ein Anwendungsfall. Und das sind so diese verschiedenen Anwendungen, die wir hier unterstützen möchten mit StreamPaths. Und wenn wir jetzt mal einen Blick weiter noch in das Tool selber werfen und wir werden das gleich noch auch demonstrieren, dann haben wir, sage ich mal, an der ersten Stelle immer diesen Datenzugang. Und da bieten wir so eine Toolbox an, aus verschiedenen Adaptern, die sich sehr leicht und auch direkt per Mausklick über die Oberfläche hier anbinden lassen, um verschiedene Protokolle direkt in das Tool zu überführen. Also Daten aus unterschiedlichen Protokollen, wie zum Beispiel OPC UA oder MQTT oder eben auch ROS, sodass hier der Nutzer eigentlich relativ schnell auch Daten, die schon da sind, auch in das System bekommen kann. Und auf Basis dieser angebundenen Daten, und das sieht man hier schon so ein bisschen hier in diesen gelben Punkten, das sind dann eigentlich angebundene Daten, die können jetzt sehr einfach mit so einer Toolbox verknüpft werden aus verschiedenen Algorithmen. Das können jetzt zum Beispiel sehr einfache, regelbasierte Operatoren sein, Filter zum Beispiel, können aber auch komplexere Operatoren sein, wie zum Beispiel Trenderkennung, Statistiken, die berechnet werden, oder aber auch zum Beispiel Machine Learning Komponenten, die Prognosen liefern oder auch zum Beispiel Bilddaten klassifizieren. Und am Ende lassen sich dann diese Algorithmen in Form von so einer Pipeline zusammen verknüpfen, sehr flexibel, und dann am Ende in Datensenken überführen, sodass Nutzer zum Beispiel sagen können, diese Daten möchte ich visualisieren, in der Situation möchte ich jetzt gerne den Produktionsmenschen benachrichtigen oder zum Beispiel auch Daten an Drittsysteme weiter zu verschicken. Das Ziel am Ende ist es eigentlich, sehr schnell Einblicke zu bekommen und Analysen zu fahren auf Daten in Form von wiederverwendbaren Komponenten, wodurch sich letztendlich auch die Entwicklungskosten dann reduzieren lassen, indem zum Beispiel eine Komponente, die einmal entwickelt wurde, sich auch mit unterschiedlichen Daten verknüpfen lässt und man so eigentlich ein sehr flexibles und weniger starres System bekommt. Neben diesem Pipeline-Editor, ganz kurz auf der Folienebene noch, gibt es verschiedene weitere Module, die ich schon angesprochen hatte. Das wird gleich der Patrick auch nochmal in der Demo genauer zeigen, deswegen soll das nur hier kurz gesagt sein. An der Stelle, es gibt zum Beispiel den Daten Explorer, um historische Daten sich anzuschauen, das Live-Dashboard, um Live-Daten zu sehen, aber eben auch dieses Benachrichtigungsmodul. Und einen letzten Blick noch auf die Architektur. Was der Nutzer gleich sehen wird und wir auch in der Demo gleich sehen werden, ist eigentlich dieser webbasierte Editor. Das ist das, mit dem der Nutzer eigentlich vor allem interagiert, der Anwender, wo man sich jetzt hier diese Pipelines zum Beispiel zusammenstellen kann, verschiedene Algorithmen verknüpfen kann. Und auf der ganz rechten oberen Ebene sehen wir jetzt eigentlich direkt die Maschinenanbindung. Und alles, was zwischen der Maschine, sage ich mal, und dem Anwender steht, ist das, was jetzt eigentlich die Anwendung StreamPaths auch übernimmt und auch den Anwender davon entlastet, von dieser technischen Komplexität dahinter. Wir führen zum Beispiel hier verschiedene Adapter zusammen, zunächst mal auf so einer einheitlichen Datenzugriffsebene, um zum Beispiel dann darüber liegenden Algorithmen es zu ermöglichen, sämtliche Daten, die jetzt in der Plattform einmal angebunden sind, auch zu erhalten und darauf halt jeweils die Analysekomponente laufen zu lassen. Jede von diesen Analysen ist eigentlich ein selbstständiger Dienst. Also es ist ein sehr
ja, lose gekoppeltes System, was man zur Laufzeit sehr einfach erweitern kann. Also ich kann neue Module sehr einfach installieren, zum Beispiel, wenn es neue Bedarfe gibt. Und letztendlich kümmert sich dann dieser Core hier genannt darum, dass der Nutzer Hilfestellung bekommt bei der Erstellung von Pipelines, indem zum Beispiel das System immer überprüft, kann ich denn diesen Datenstrom, kann ich diesen Sensor zum Beispiel verknüpfen mit dem Algorithmus. Das wird der Patrick gleich nochmal zeigen. Wir kommen direkt in die Demo. Wir haben zwei Demos für heute vorbereitet. Die erste Demo nennt sich mal Bring Your Own Model. Wir zeigen mal, wie wir für den Fall, dass es zum Beispiel in einem Unternehmen schon ein einfaches KI-Modell gibt, das sehr einfach auch in Streamlabs integrieren können. Und in der zweiten Demo später werden wir dann noch zeigen, wie man auch Modelle erstellen kann. Und damit würde ich jetzt mal an den Patrick weitergeben. Genau, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, jeder kann meinen Bildschirm sehen. An der Stelle ist im Prinzip der Einstiegspunkt zu unserem Tool Streamfiles. Also wir haben hier eine laufende Instanz bei uns am FZI gehostet. Und zunächst würde ich mich jetzt an der Stelle mal einloggen und auf dieser Startseite eben dann landen. Was wir hier jetzt sehen in dem Tool, ist mal ein grober Überblick letztlich über gewisse Pipelines, die schon angelegt wurden, gewisse Verarbeitungspipelines, die schon laufen, sowie die von Herrn Riemer angesprochenen Algorithmen, die auch schon vorinstalliert sind. Wir haben die Möglichkeit, auch zur Laufzeit nachträglich auch immer wieder Algorithmen nachzuinstallieren, ohne das System jetzt irgendwie komplett neu durchstarten zu müssen. Was wir jetzt uns überlegt haben für die Demo, ist, dass wir im Prinzip, weil es ja unter dem Titel Bring Your Own Model steht, eine Aktivitätserkennung durchführen wollen, die vortrainiert wurde. Und hierfür haben wir von Bosch so einen kleinen Sensor. Ich halte den jetzt mal hier in die Kamera. So ein XDK nennt sich der. Der ist eigentlich ausgestattet mit einer gewissen Mannigfaltigkeit an Sensoren, die da in den Modulen mit drin sind. Unter anderem eben auch Beschleunigungswerte. Und was wir eigentlich machen wollen, ist eben diesen kleinen Chip hier abzugreifen, in Streampipes einzubinden und darauf eine Aktivitätserkennung durchführen zu lassen, welches uns dann ermöglicht, gewisse Zustände zu klassifizieren. Also in dem Fall, ob er jetzt geschüttelt wird oder ob das Ganze in einem Normalzustand abläuft. Hintergrund ist zum Beispiel das Tracken von gewissen Paketen in der Logistik als Beispiel. Was wir hierzu machen, ist zunächst, nachdem ich den Sensor angeschaltet habe und der im Prinzip seinen Zustand weitergibt, in die Connect-Bibliothek zu wechseln. Connect ist an der Stelle, wie vorhin schon erwähnt, unser zentraler Einstiegspunkt, um eben Daten von Drittsystemen beziehungsweise dann auch von unterschiedlichsten Datenquellen, wir haben auch schon Protokolle angesprochen wie ein MQTT oder eher industrielastige Protokolle wie jetzt ein Modbus oder ein PLC oder auch PROS an der Stelle anzubinden in unsere Systemumgebung. Für unseren Fall ist es so, dass der XDK an der Stelle jetzt gerade auf einen Kafka produziert. Das heißt, Kafka ist auch ein Messaging-System, was wir häufig auch sehen und häufig auch verwenden. Hierzu wählt man dann die Kachel aus und kommt eigentlich immer in so einen geführten Konfigurationsdialog, der relativ ähnlich in den unterschiedlichsten Protokollen ist und sich gegebenenfalls dann ein paar Konfigurationsmöglichkeiten unterscheidet. Hier an der Stelle werden wir dann aufgefordert, letztlich gewisse Connection-Parameter anzugeben. Und im Fall von Kafka kriegen wir direkt, weil es ein Message Broker ist, die jeweiligen entsprechenden Topics, die auf dem Message Broker verfügbar sind, angezeigt. Was wir an der Stelle brauchen, ist das Topic Streampipes Logistics XDK Acceleration. Das ist im Prinzip das Topic, auf dem der XDK jetzt aktuell seine Beschleunigungswerte eben schickt. Wir klicken auf Next. Als nächstes haben wir die Möglichkeit, ein Format festzulegen, ist in dem Fall ein JSON-Objekt. Und im Hintergrund ist es so, dass wir uns aktiv erstmal an der Stelle ein paar Beispieldaten ziehen, um den Nutzer auch beim Anlegen und dem Definieren von dem Event-Schema zu unterstützen. Das heißt, hier aktuell sehen wir eigentlich in dem JSON-Objekt, wurde jetzt sozusagen das Event-Schema erkannt. Wir haben hier gewisse
Inhalte mit drin vorhanden, zum einen Zeitstempel, allerdings auch die X, Y und Z Beschleunigungswerte. Was wir jetzt hier machen können, ist, wir können das Schema manipulieren für unsere Sachverhalte, können neue statische Felder hinzufügen, andere löschen, die uns vielleicht nicht interessieren. Was wir jetzt hier aber machen, ist zum Beispiel auch gewisse Beschreibungen, semantische mitzugeben. Zum Beispiel, wir haben schon ein Zeitstempelfeld vorliegen, das heißt, wir markieren das Ganze jetzt und reichern sozusagen das Schema weiter an. Genauso an der Stelle wissen wir, dass es sich bei dem X-Wert hier um den Beschleunigungswert in die X-Richtung handelt. Und hierzu können wir auch schon vordefinierte semantische Typen mitgeben, die uns später ermöglichen, einfach ein bisschen mehr Interpretation in die Daten mit reinzubringen. Ich mache jetzt das Gleiche nochmal für die Y- und Z-Werte. Somit wäre jetzt unser Schema fertig definiert und ich kann meinem Adapter schlussendlich noch einen Namen vergeben. Ich nenne ihn jetzt mal XCK-Demo und das Ganze starten. Jetzt wird im Hintergrund eine Instanz davon definiert und ich sehe hier schon an der Stelle die ersten angebundenen Live-Daten. So ein bisschen schüttel, sieht man so ein paar Veränderungen da drin und an der Stelle habe ich die Daten schon in mein System angebunden. Der nächste logische Schritt, nachdem die Daten angebunden sind, ist eben eine gewisse Verarbeitungspipeline zu modellieren. Hierzu haben wir, wie von Herrn Riemer schon angesprochen, den sogenannten Pipeline-Editor. Beim Pipeline-Editor handelt es sich um einen Track-and-Drop-Canvas, der Zugang zum einen zu den angebundenen Datenquellen liefert, allerdings auch zusätzlich zu den Algorithmen, die dem System zugrunde liegen jetzt aktuell, sowie auch senken zuletzt. Was wir jetzt machen wollen an der Stelle, ist, wir nehmen hier unseren frisch angebundenen XCK-Datenstrom, ziehen den in das Bearbeitungs-Canvas rein und können jetzt mit der Verarbeitung eigentlich beginnen. Hierzu, wie gesagt, wir wollen die Zustandserkennung durchführen auf Basis von den Beschleunigungswerten, wechseln wir zu den Datenprozessoren und hierfür gibt es ein vortrainiertes Modell, was sich hinter dieser Kachel Parcel Activity verbirgt. Wir ziehen es ebenfalls in den Canvas rein und verbinden die zwei Elemente miteinander. Und das ist auch wieder so ein unterstützter Prozess bei der Erstellung der Pipelines. Haben wir jetzt hier zunächst zum einen schon mal auf Basis von den Informationen, die wir gerade dem Datenstrom hinzugefügt haben, nämlich dass es sich um Beschleunigungswerte in X, Y und Z-Richtung handelt, eben schon die Informationen zugrunde liegen, die uns die richtigen Felder schon direkt mit auswählen. Ansonsten ist letztlich ein ähnlicher Konfigurationsdialog möglich für andere Pipeline-Elemente, sodass der Nutzer spezifische, zum Beispiel Schwellwerte auch definieren kann für eine Filtererkennung oder im Rahmen von einer Trenderkennung zum Beispiel andere Größen. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen das Ganze zum einen live visualisieren. Hierzu geben wir dem Ganzen auch nochmal einen Namen und die Daten intern auch mal historisieren. Dazu haben wir auch zusätzlich einen internen Data Lake, den wir jetzt hier auch mal mit den Daten befüllen wollen. Im letzten Step geben wir der Pipeline noch einen Namen, Open House Demo und starten diese. Was jetzt im Hintergrund passiert, ist, dass die einzelnen Microservice-Elemente, die Herr Riemer auch schon angesprochen hat, entsprechend instanziert werden, gestartet werden mit den jeweiligen Konfigurationen. Und wir können eigentlich direkt, nachdem wir hier jetzt an der Stelle auch mal die Übersicht bekommen über die derzeit anderen laufenden Pipelines oder erstellten, in das Live-Dashboard wechseln. Hier haben wir schon mal ein paar Visualisierungen von anderen Pipelines vorgenommen. Was wir jetzt an der Stelle machen, ist für die Aktivitätserkennung eine neue Visualisierungskomponente hinzuzufügen. Das heißt, wir wechseln hier auf die Open House Demo. Das ist unsere Pipeline, die wir gerade angelegt haben. Haben hier eigentlich eine Übersicht an verschiedenen sogenannten Widgets zur Visualisierung. Was wir da einfach halber jetzt nehmen, ist so eine Einzelwertkomponente und können jetzt hier an der Stelle auch noch das jeweilige Feld auswählen, was uns interessiert, nämlich die Aktivität. Und haben jetzt so
Insofern auch schon mal eine Live-Visualisierung von dem aktuellen Zustand. Das heißt, der Sensor liegt jetzt gerade hier vor mir. Wenn ich den jetzt anfange zu schütteln, erkennt er eigentlich relativ schnell diesen anormalen Zustand insofern, als dass er dann direkt mit angezeigt wird. Das kannst du nochmal schütteln. Wir haben nochmal einen zusätzlichen Zustand, der nennt sich Fallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so klappt mit dem Kabel hier noch mit dran. Nochmal versuchen. Genau, hat jetzt nicht geklappt. Aber im Prinzip, das wäre die Möglichkeit, um eben relativ schnell und einfach trainierte maschinelle Lernverfahren auch innerhalb von Streampipes, als sogenannte Pipeline-Elemente, zu paketieren. Zusätzlich haben wir auch die Daten angefangen zu historisieren. Dazu gibt es im Data Explorer einen Zugriff auf den Data Lake. Hier können wir auch wieder unsere neue Visualisierung anlegen und entsprechend auch die Pipeline auswählen. Ich mache hier mal einen Line-Chart. Genau. Beziehungsweise schauen wir uns mal andere Visualisierungen an der Stelle an. Hier haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit, direkt auf sozusagen ja, historische Daten Zugriff zu nehmen und auch nochmal ja, über eine gewisse Interaktion mit den Daten auch entsprechend sich gewisse Zustände in der Vergangenheit anzuschauen. Insofern würde ich jetzt an meinen Kollegen Herr Heiden weitergeben, der dann ein bisschen tiefer eintaucht in den Bereich, wie man jetzt Modelle eigentlich dann auch erstellt. Genau, ja, vielen Dank. Hallo auch von meiner Seite. Ich hoffe, Sie hören mich alle. Jetzt bin ich am Anfang. Okay. So, genau. Ja, wir haben jetzt eben gesehen, wie wir sozusagen bestehende Modelle in Streampipes integrieren können. Was ist jetzt allerdings, wenn wir jetzt noch kein trainiertes Modell haben, was wir in Streampipes integrieren können? Und dafür haben wir in der letzten Zeit an einer weiteren Komponente gearbeitet, die quasi dieses Build Your Own Model in Streampipes ermöglicht, wo man also Streampipes nutzen kann, um ein Machine Learning Modell direkt zu erstellen und dieses dann auch direkt im Pipeline Editor zur Verfügung steht. Ja, grundlegend für Streampipes sind ja erstmal Datenströme und je nachdem, auf welchen Punkt in so einem Datenstrom man guckt, kann man eben unterschiedliche Sachen machen. Wenn wir zum Beispiel an das Ende von einem Datenstrom gucken, also wo immer die neuen Daten wieder reinkommen, dann können wir ein Forecasting machen. Also wie wird sich der Datenstrom in der Zukunft entwickeln? Ist zum Beispiel für Aktienkurse sehr interessant. Zum anderen können wir allerdings auch ein Sliding Window über diese Daten bewegen, was uns dann sagt, was jetzt aktuell im Datenstrom passiert. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel herauszufinden, ob überhaupt was passiert, also so eine Active-Inactive-Klassifikation. Wir bekommen also einfach einen neuen Datenpunkt rein und wollen jetzt wissen, ist dieser Datenpunkt, gehört er zu so einer Active-Session oder zu einer Inactive-Session? Und als drittes kann man dann eben aus diesem Datenstrom, aus den historischen Daten, sich so ein Session-Window ausschneiden. Sagen wir haben jetzt 100 Observationen active zum Beispiel und wollen dann wissen, was ist jetzt in dieser Session genau passiert. Wir benutzen das Ganze aktuell in zwei Anwendungen. Zum einen im Projekt Copod, wo es um smarte Power-Tools geht. Hier nutzen wir diese Sliding Window und Session Window Klassifikation, um herauszufinden,
ob jetzt aktuell zum Beispiel gebohrt oder geschraubt wird oder ob die Schraube richtig eingedreht wurde oder zu tief. Genau, also ja, generell solche Predictive Maintenance und Nutzer-Guidance-Applikationen. Und zum anderen eben, ähnlich zu dem Beispiel, was der Herr Wiener eben gegeben hat, kann man auch die Effizienzen der Supply Chain erhöhen, indem man eben rausfindet, ob ein teures Gut zum Beispiel auf dem Transport runtergefallen ist oder nicht pfleglich behandelt wurde. Und genau, unsere Implementierung, wie sie jetzt aktuell ist, sieht so aus, dass man eben Streampipes Connect ganz normal verwendet, um diese Data Sources anzubinden und dann letztendlich die Daten in dem Data Lake speichert. Und der Herr Wiener hat ja eben auch schon gezeigt, dass die Daten aus dem Data Lake am Ende im Data Explorer zur Verfügung stehen. Im Data Explorer können wir dann interaktiv uns die Daten anschauen und erstmal explorieren und anschließend aber auch intuitiv Labels vergeben. Das ist ähnlich wie so dieses Reinzoomen, können wir eben mittels so einem Drag bestimmte Bereiche mit einem Label vergeben und so relativ schnell einen gelabelten Datensatz erstellen. Wenn wir das Ganze gemacht haben, dann können wir AutoML, also Automated Machine Learning, dazu verwenden für unseren Use Case, also entweder Forecasting, Sliding Window Classification oder Session Window Classification, ein geeignetes Modell zu finden. AutoML sucht dann sozusagen die beste Architektur für den Anwendungsfall und optimiert die Parameter des Modells. Genau, am Ende spuckt uns AutoML dann das beste Modell aus und das können wir dann wieder, wie wir es gesehen haben, im Pipeline-Editor einfach verwenden und dann auf den neuen Daten eben Vorhersagen anstellen. Genau, und das würden wir Ihnen jetzt auch gerne mal zeigen. Deswegen gebe ich die Moderation jetzt an den Herrn Zehnder weiter. Hallo, auch von meiner Seite. Kann man meinen Bildschirm sehen? Also sieht man mein Streamhubs? Gut. Patrick hat vorhin gezeigt, wie man historische Daten sammeln kann oder zusammen mit Streampipes anbinden und auch die Daten sammeln. Und ich möchte jetzt zeigen, wie man solche Daten dann nutzen kann, um auch als Fachanwender mit wenigen oder geringen Data Science Kenntnissen auch Modelle zu trainieren. Hier sieht man jetzt gesammelte Daten, die wir von dem Beschleunigungssensor haben und sind auch schon gelabelt im Hintergrund. Also wenn ich das Label mal anzeige, sieht man, dass im grünen Bereich sind, wenn der Sensor ruhig liegt. Und wir haben zwei unterschiedliche Zustände. Das eine ist Werfen und die dunkelblauen, da wurde der Sensor geschüttelt. Die zweite Möglichkeit, wenn es noch keine Label gibt in dem Datenstrom, die man sich vorher beispielsweise mit Buttons erzeugen kann, gibt es auch die Möglichkeit, hier über Drag and Drop beispielsweise die Daten zu labeln, dass man einzelne Bereiche dann markiert und die Label für diese Bereiche hinterlegt werden. Nachdem man die Daten gelabelt hat, gibt es eine Komponente, mit der man das Modell trainieren kann. Hierzu haben wir ein neues Software Development Kit entwickelt, mit der man auch Schnittstellen von Streampipes nutzen kann. Und hier sieht man die zuvor erwähnten unterschiedlichen Klassifikations- oder Prediction-Typen. Und in diesem Fall möchten wir den Zustand klassifizieren. Das heißt, für jedes Event wollen wir wissen, in welchem Zustand sich der Sensor befindet, wählen die Sliding-Window-Klassifizierung aus. Danach kann man die Daten, welche zuvor gelabelt wurden, auswählen und auch das Offset, also wie schnell sich das Window oder wie häufig mit Vorhersage getroffen werden soll, definieren. Als nächstes muss man angeben, welche Variable vorhergesagt werden soll. Also hier sieht man alle Attribute, welche wir in den Daten haben. In dem Fall möchten wir die Klasse vorhersagen. Und im vorletzten Schritt kann man nur noch den Zeitstempel auswählen und auch schon eine Vorauswahl treffen für die Parameter, welche für die Suche des Modells berücksichtigt werden sollen. Im Hintergrund nutzen wir später Automated Machine Learning, aber man kann auch schon Fachwissen mit in das Training hineingeben, um gewisse Parameter auszuschließen und so den Suchraum zu reduzieren. Im letzten Schritt gibt man dem Training dann noch einen Namen und kann es ausführen.
Und wenn wir auf den Jobs-Tab wechseln, sehen wir, dass das Training initialisiert wurde. Und auch hier kann man konfigurieren, wie viel Zeit man dem Training geben möchte. Das hier dauert jetzt ungefähr so 1-2 Stunden. Ich habe hier schon mal eins vorbereitet. Und nachdem Training abgeschlossen ist, steht das Modell im Pipeline-Editor zur Verfügung. Und als Anwender kann man sich aber auch die Ergebnisse anschauen. Das heißt, man kann sich hier die Parameter angucken, wie gut das Modell funktioniert hat, auf den Testdaten beispielsweise. Man sieht die unterschiedlichen, also die besten Modelle, die gefunden wurden, und kann auch hier in die einzelnen Wichtigkeit der einzelnen Parameter reinschauen. Somit kann man sich das beste Modell von den gefundenen raussuchen und das dann markieren. Und dieses Modell steht dann im Pipeline-Editor zur Verfügung und kann in dem gewohnten Drag-and-Drop-Interface genutzt werden. Also wir verwenden hier den Datenstrom, das ist die Sensordaten. Und es gibt eine Komponente für die Time-Series-Klassifizierung, die man dann damit verknüpfen kann. Und hier kann man nun das Modell, was zuvor trainiert wurde, auswählen und kann das auf den Datenstrom dann direkt anwenden. Genau, das war der Teil von der Demo. Und ich würde jetzt weitergeben an Pascal. Vielleicht ganz kurz, während der Pascal hier übernimmt. Sie können gerne Fragen stellen über das Chatfenster, wenn Sie Fragen haben. Und auch die Hand heben und später auch haben wir noch eine Fragerunde, wo Sie gerne dann noch was so stellen können. Aber Sie können jederzeit auch diese Fragen-Chat-Möglichkeit verwenden. Ja, so, hallo auch von meiner Seite. Jetzt geht es weiter mit der Artificial Intelligence and Open Source Robotics. Hierzu fange ich erstmal mit ROS an, und zwar dem Robot Operating System. So ein bisschen der historische Hintergrund. Und zwar stammt es ursprünglich aus der Forschung aus den USA, und da war das Problem, dass man für einfache Algorithmen immer sehr viel Overhead hatte mit der Entwicklung von zum Beispiel Controlling für Roboter, von Transformationen. Und das hat ein Forschungsteam so ein bisschen gestört. Dann haben sie gesagt, okay, jetzt hören wir auf, das Rad dauernd neu zu erfinden. Haben auch so eine kleine Grafik dazu erstellt mit der typischen Problematik der Robotiker weltweit und angefangen, ROS zu entwickeln. Das Ganze begann 2010, also es ist schon sehr erstaunlich, was man innerhalb von diesen 11 Jahren weltweit erzeugt hat und erreicht hat insgesamt, und stellt eine ganz oder eine größere Liste an Bibliotheken bereit, die einfach verwendet werden können im klassischen Alltag der Robotik, wie zum Beispiel die Transformationen von Posen, dass man Bewegung kontrolliert, dass man simulieren kann, dass man zum Beispiel KI einfach anbinden kann. All das gibt es quasi in einfachen Bibliotheken schnell zum Verwenden. Und dadurch, dass mehrere Programmiersprachen verwendet werden können mittlerweile, also C++ und Python sind nur so die größten von denen, kann man das quasi sehr weit einsetzen. Es gibt zum Beispiel auch Web-Implementierungen davon, sodass man die Simulation auch im Browser ansetzen kann. Heutzutage gibt es so zwei Systeme, es ist einmal ROS 1 und seit kürzerem auch ROS 2. Die leben noch bisher nach oder nebeneinander und haben beide ihre Vor- und Nachteile. Daneben gibt es auch das ROS Industrial Consortium, was quasi ein Zusammenschluss großer Industriefirmen ist und auch und Gesellschaften, die quasi das Thema weiter voranbringen und auch ROS in die Industrie bringen wollen. Auf der Karte hier mitten in der Mitte unten sieht man so ein bisschen, wie ROS genutzt wird. Das ist jetzt aus dem Metric-Report von ROS selbst. Man sieht ganz klar den Fokus auf den USA, aber auch China, aber auch Deutschland steht so ein bisschen hervor. Aber insgesamt kann man sagen, es wird quasi weltweit verwendet. Und aktuell ist es gerade auch auf dem Mars gelandet und wird dann da im Rover eingesetzt. Generell zum Ökosystem von ROS. Also wir haben in der Mitte quasi die Middleware ROS, die dann in verschiedenen, mit verschiedenen Anbindungen genutzt werden kann. Zum Beispiel kann ich es auf nahezu allen Plattformen nutzen. Also gerade durch ROS 2 und dem DDS-Framework ist jetzt auch Windows zum Beispiel relativ einfach umsetzbar, aber ich kann auch auf Android, auf Linux und vor allem auf Linux, aber sogar auch im Web das Ganze benutzen. Die Community, die wächst und wächst und wird immer größer. Da das Open Source ist, beteiligen sich auch immer mehr große Firmen und liefern da sehr guten Input, beziehungsweise beauftragen Unternehmen, extra Treiber dafür zu entwickeln für ihre Produkte. Und daraus ergaben sich eine ganze Menge an Tools, wie zum Beispiel Gazebo, Arvis, die alle so ihre Daseinsberechtigung haben und die wir auch nachher noch kurz in der Demo sehen.
Zu den Programmiersprachen habe ich schon ein bisschen was gesagt. Das sind C++ und Python so die größten. Aber es gibt auch für fast jede andere Sprache eine Schnittstelle zu ROS, sodass man da sehr flexibel agieren kann. Und auch die Art der Roboter ist nicht per se auf Industrierobotik begrenzt, sondern alles, was irgendwie sich mechanisch bewegen kann oder ein Sensor ist, kann als Roboter angesehen werden und auch da verwendet werden. Kommen wir ein bisschen zu den Tools. Also es gibt sehr viele eingebundene Bibliotheken, wie zum Beispiel OpenCV, PCL und Qt und so weiter. Alles, was man benötigt. Und dann, daraus wurden Programme entwickelt, die quasi Dinge vereinfachen, wie zum Beispiel Roboter zu simulieren, ist relativ aufwendig, gerade wenn ich noch eine physikalisch korrekte Simulation haben möchte. Dafür gibt es aber schon eine Lösung, die heißt Gazebo, die einfach ein Programminterface hat. Und darüber ist es möglich, relativ einfach den Roboter realistisch zu simulieren, aber zum Beispiel auch Sensorwerte zu simulieren, um zum Beispiel einer autonomen Plattform einen LiDAR aufzusetzen und dann kriegt man LiDAR-Testdaten, alles aus der Simulation, quasi auf dem Laptop daheim. Gleiches gilt auch für die Visualisierung der ganzen Daten. Also zum einen mal, in welchem Zustand ist eigentlich mein Roboter, zum anderen, was zeigen eigentlich die Sensoren an. Das alles kann einfach mit Avis angezeigt werden. Da kommen wir aber auch gleich nochmal genauer drauf. Hier sehen wir mal ein Beispiel aus Gazebo. In dem Fall wurde eine Industrieanlage nachgebildet, um zum Beispiel auch den Produktionsfluss zu testen. Kommt der Roboter an die nötigen Stellen ran? Brauche ich vielleicht einen zweiten Roboter? Muss ich die Objekte, die ich vielleicht greifen will oder wo ich es ablegen muss, vielleicht umändern? All das lässt sich relativ gut iterativ hier erarbeiten. Und hat quasi den Vorteil, dass man jetzt nicht erstmal mit Hardware groß im Labor experimentieren muss, sondern es geht quasi vom Schreibtisch aus. Und hat dann auch den Vorteil, dass man da relativ einfach viele Lösungen vergleichen kann, um dann die beste zu finden und auszuwählen. Wie schon gesagt, gibt es auch noch Avis. Ja, das sieht hier ein bisschen kryptisch aus, wenn man aber versteht, was es ist. Und zwar handelt es sich hier um Transformationen. Sprich, wir haben verschiedene Robotergelenke, die eine kinematische Kette aufspannen. Und es wird klassisch mit so einem, mit diesem TF-Zeichen quasi dargestellt. Und da werden quasi die drei Achsen X, Y und Z sowie die Rotation verdeutlicht. Und jeder, der mal mit Robotik gearbeitet hat, weiß, wie schlimm das Ganze ist, wenn man versucht, die Transformation korrekt zu machen. Und hier hilft einfach ROS deutlich weiter, indem es die Bibliotheken bereitstellt. Links unten sehen wir zum Beispiel ein Kamerabild. Auch hier werden dann die TFs wieder eingeblendet. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn man jetzt mit einer Kamera eine Objekterkennung macht, um einen Gegenstand zu greifen. Dann sieht man, okay, die Kamera hat ein Objekt entdeckt und die Lage ist hiervon und der Griffpunkt ist vielleicht der hier. Und dann kann man schon mal allein anhand der visuellen Darstellung verifizieren, ob der berechnete Griff dann wirklich sinnvoll ist oder ob man den Roboter vielleicht lieber nicht dahin fahren lässt. Anschließend gibt es noch Moovit. Moovit setzt noch ein bisschen so eine Schippe auf Avis drauf, und zwar geht es hier vor allem ums Planen. So Planungsalgorithmen für Bewegungen aller Art mit Beschränkungen und Randbedingungen zum Beispiel sind nach wie vor ein großes Forschungsgebiet und die Forscher veröffentlichen ihre neuesten Ansätze und evaluieren auch ihre Ansätze mit der Open Motion Planning Library, die OMPL. Die wird jetzt in Moovit verwendet und damit ist es möglich, ganz einfach Bewegungen zu erzeugen quasi, zu testen, erstmal anzuschauen, okay, wie sieht die Bewegung aus und dann aber auch durchzuführen. Das Ganze geht dann zum Motion Planning, man kann die 3D-Erkennung mit einbauen, die Kinematik wird mit berücksichtigt, auch ob zum Beispiel eine Tasse immer korrekt gehalten werden muss, sodass die Flüssigkeit nicht rausläuft. All die Sachen kann ich dort einbringen, aber auch so Sachen wie Selbstkollision oder Kollision mit der Umgebung wird da verhindert, beziehungsweise dann wird keine Lösung gefunden für die errechnete Trajektorie. Das Ganze ist Plugin-based und so kann man das beliebig erweitern und auf seine Bedürfnisse anpassen. Wir sehen davon aber auch gleich noch einen Teil. Generell ist ROS ein sehr paketlastiges System. Jede Funktionalität ist quasi als ROS-Package gekapselt. Das hat den klaren Vorteil, dass jedes Bundle für sich einzeln steht und auch sehr gut wiederverwendet wird. Über die Jahre hat man dann eine ganze Bibliothek an Paketen. Jedes ist sein Spezialist für die eine Aufgabe und so kann innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen, sage ich mal, sehr aufwendige Demos erzeugt werden
und die Anwendungen super schnell umgesetzt werden. Die Pakete werden auch öffentlich geteilt. Es gibt Pakete, die werden released, die kann man dann einfach über einen Kommandobefehl installieren, dann sind die im System vorhanden. Ansonsten findet man die auf üblichen Plattformen wie GitHub und Co. Und das ist sehr einfach und mit Drei-Klicks gibt es quasi ein neues Paket. Pascal, du müsstest ein bisschen schneller werden. Okay, ich bin auch schon bei der Live-Demo. Dann schalte ich hier mal den Bildschirm um. Und zwar Sie sehen jetzt hier einen Roboter, der steht hier links neben mir. Und auf der anderen Seite haben wir quasi die GUI. Hier sehen wir jetzt Avis mit dem MoveIt-Plugin. Und man sieht den Roboter, der ein bisschen orange blinkt. Das ist dem geschuldet, dass das Orange ist quasi die geplante Bewegung oder der geplante Ort, an dem der Roboter sich befindet, während das schönere Modell quasi der Jetzt-Zustand ist. Und an der Spitze hat man einen interaktiven Marker, den kann man jetzt hier einfach bewegen. Man sieht, das orange Modell folgt. Und jetzt kann ich hier über die GUI kann ich sagen, okay, jetzt plane mir bitte eine Bewegung. Das wird dann durchgeführt, ich kriege die Bestätigung, dass das geklappt hat. Und dann kann ich sagen, execute, und der Roboter führt dann die Bewegung aus. Das teste ich jetzt mal. Und wir sehen, er hat sich nicht bewegt. Das ist der klassische Vorführeffekt. Probieren wir es nochmal. Ha, okay. Erstaunlich. Also normalerweise sollte hier der Roboter sich dann bewegen. Ja, das ist natürlich der Vorführeffekt, der im Labor natürlich nicht auftreten würde. Was man jetzt hier noch kurz zeigen kann, ist die TFs, von denen ich schon gesprochen habe. Sprich, man sieht die genaue Lage der einzelnen Gelenke und auch wie die zueinander verbunden sind. Aber auch so Systeme, kann mir das System genauer angucken, welcher Node, welches Paket mit welchem anderen spricht und welche Daten übertragen werden. All das kriege ich mit ROS quasi sehr gut angezeigt. Und jetzt war das der Robotikteil, jetzt geht es noch weiter mit der KI und wie die KI hier mit dem ROS eingebunden werden kann. Und daher übergebe ich hier an meinen Kollegen Herrn Reichert. Ja, vielen Dank. Ein Hallo auch von meiner Seite. Mal schnell den Bildschirm übertragen. Man sieht dein Bildschirm schon. Ah, man sieht ihn schon. Ah, dann ist nur wieder ja. Bei mir. Okay, danke für den Hinweis. Gut, genau. Wir haben jetzt etwas über ROS gehört. Wir sprechen ja auch viel über KI, deswegen hier jetzt noch wie können wir KI und ROS verbinden und warum ist das eine gute Idee? Wie Pascal schon erklärt hatte oder erzählt hatte, haben wir hier ein sehr interessantes Ökosystem um ROS herum. Und das können wir natürlich hervorragend nutzen, um auch KI in unsere Systeme hineinzubringen. Dabei steht es natürlich Ihnen frei, was Sie da verwenden möchten. Also geht es um Interpretation und Segmentierung von Daten oder intelligente Mensch-Maschine-Interaktion oder smarte Kontrollalgorithmen. Da sind Ihnen alle Wege offen. Das Interessante ist hierbei eben, dass wir das ROS-System verwenden können und mit den ganzen Paketen, die hierbei verfügbar sind, eben einfach neue oder bestehende KI-Systeme integrieren können. Wie ich schon etwas erwähnt habe, haben wir eben unser modulares System. Das bedeutet, wir können die Knoten einfach integrieren. Was sehr wichtig ist, wir haben ein standardisiertes Interface. Das bedeutet, die eigene Codebasis kann einfach wiederverwendet werden. Wenn beispielsweise Sie einen anderen Kameratyp verwenden, haben alle Kameratypen in ROS ein gleiches Interface, dass Sie einfach Plug and Play die eine Kamera austauschen können. Sie benutzen den ROS-Treiber der anderen Kamera und Sie müssen an Ihrem restlichen Codes nichts verändern zum Beispiel. Und das hilft natürlich besonders, weil es eben eine große Nutzerbasis gibt. Das bedeutet, es wurden viele Probleme schon für Sie gelöst und stehen als Open Source zur Verfügung, wie beispielsweise eben die Kameratreiber oder eben auch mit MoveIt ganz viele Optionen, um eben Roboter anzusteuern. Ich möchte hierbei ein Beispiel mitbringen aus einem unserer wissenschaftlichen Projekte. In diesem Projekt sollte aus einem Kamerastream mehrere Objekte erkannt und lokalisiert werden und danach mit einem Greifer erfasst werden. Dazu verwenden wir hauptsächlich Härken, um eben die 3D-Pose des Objekts zu erkennen. Das kennen sicherlich einige von Ihnen, haben auch vielleicht schon eingesetzt.
Das Problem hierbei, das ist kein großes Problem, aber ein Hindernis ist, dass Helcon recht lange benötigen kann, um diese Erkennung zu ermöglichen, gerade wenn es vielleicht nicht perfekt parametrisiert ist, was aber natürlich auch viel Arbeit benötigt. Und gerade wenn auch mehrere Bauteile erkannt werden sollen, kann es durchaus auch zu Fehlklassifikationen bei Bauteilen kommen, weil er vielleicht ein paar Kanten in einem Bauteil, in einem anderen Bauteil erkennen kann. Da nun wir alles in ROS-Knoten implementiert haben, also wir haben hier einen Kammer-Knoten, dann haben wir hier auch einen Helcon-Knoten, das als ROS abstrahiert wurde und dann hier am Schluss eben ein Greifplaner, können wir nun einfach aus unserem Werkzeugkasten eine CNN Object Detection einbauen. Das bedeutet also ein neuronales Netzwerk, das eine Objekterkennung ausführt. Und das möchten wir verwenden, um eben eine Vorauswahl zu treffen. Das bedeutet, wir können das Bild bzw. die Area of Interest beschneiden und dem Helcon dann schon sagen, welches Objekt dann in diesem Bildbereich zur Verfügung oder bzw. erkannt werden soll. Und das Interessante ist hierbei eben, dass diese Knoten beispielsweise bei uns in einem anderen Projekt schon entwickelt wurde. Das bedeutet, ohne großen Mehraufwand konnten wir in diesem Projekt jetzt eben von KI profitieren und schnell einsetzen. Dazu möchte ich Ihnen auch gerne ein kleines Demo-Video zeigen. Wie Sie sehen, wie wir denn diese Knoten angepasst haben für diesen Einsatzzweck. Hierzu müssen uns zunächst mal natürlich Trainingsbilder der neuen Objekte aufgezeichnet werden. Da sehen Sie hier links oben, wie Bilder der Objekte der Bauteile aufgenommen wurden. In einem nächsten Schritt müssen diese Bilder dann von Hand gelabelt werden. Hier machen wir uns zunutze, dass das Netzwerk schon mit einem sehr großen Datensatz vortrainiert wurde. Das bedeutet, in diesem Falle reichen beispielsweise schon bis zu 20 Bilder gelabelt werden können, um dieses Problem eben zu lösen. Weil wie Sie hier sehen und wahrscheinlich auch wissen, sind eben die gelabelte Daten zu erzeugen sehr teuer. Und umso weniger wir hier natürlich labeln müssen, umso besser. Genau, hier wurden nun die Objekte gelabelt und Klassen zugewiesen. Und damit kann dann schon das Netzwerk neu trainiert werden. Genau, und nachdem das Training dann erfolgreich abgeschlossen wird, haben wir ein neues Netzwerkmodell, mit dem dann der ROS-Knoten initialisiert werden kann. Und das möchte ich Ihnen jetzt hier in einer anderen Demo von uns, einem kooperativen Bauteilmontage zeigen. Wie Sie hier unten sehen, wird dann eben zuerst mit dem MaskRSNN, mit dem Netzwerk, das Bauteil hier der Zylinder rechts unten erkannt. Dann wird oben das Bild ausgeschnitten und eben dem Helcon-System gesagt, welches Objekt erkannt werden soll. Und nun kann eben, wie Sie links sehen, der Roboter ergreifen. Sie sehen hier noch, die grünen Punkte ist ein Kollisionsmodell des Roboters und die gelben Punkte ist eine 3D-Repräsentation des Menschen. Und wie Sie jetzt hier sehen, wenn der Mensch sich nach vorne beugt, ist hier auch noch eine Kollisionsdetektion eingebaut, dass der Roboter eben angenehm kooperativ mit dem Menschen zusammenarbeiten kann. Genau. Damit Sie sich das etwas besser vielleicht noch vorstellen können, hier nochmal ein Realvideo, dass das Ganze in einer etwas abstrakteren Version Ihnen zeigt. Wir haben hier eben unseren Assembly-Tisch. Hier sehen Sie vorn, hinten, links, rechts das Kamerasystem, beziehungsweise dann die Aufzeichnungsbereich und die Tools. Und wie eben schon gezeigt, werden hier eben die Tools schon mal oder die Bauteile schon mal vordetektiert mit dem neuronalen Netzwerk, um dann eben die 3D-Posen-Segmentierung durch Helcon deutlich schneller und effizienter zu machen. Genau, da hier. Etwas hinten dran sind, versuche ich mich etwas zu beeilen. Genau, als zweites Projekt möchte ich Ihnen gerne ein Projekt von meinem Kollegen Stefan Scherzinger zeigen. Und dabei geht es um ein Skill-Learned Robot Assembly. Also es geht um passgenaues Fügen von Bauteilen. Das bedeutet, wir wollen hier erreichen, dass der Roboter bei engen, sich leicht verkantenden Bauteilen eben das einfügen kann. Und hierbei ist die Idee, dass eben die robotische Lösung die Autonomie erhöhen soll und dabei weniger strukturierte Umgebungen erfordert werden sollen. Das bedeutet natürlich, dass es einfacher umzusetzen ist, weniger Vorbedingungen bedeutet und damit natürlich deutlich weniger Aufwand für Sie in der Industrie bedeutet. Genau, und die Ziele des Verfahrens sind hierbei, dass ein fehlerkorrigierende Fähigkeiten des Roboters erreicht werden, der eben beispielsweise bei Verkantungen selbstständig lösen kann
und damit eben eine intelligente Kontrolle des Roboters erreicht wird. Die Challenges hierbei sind, dass eben bei engen fügenden Prozessen Verkantungen beispielsweise erzeugt werden können. Und gerade eben der Lokalisierungsfehler, das bedeutet, selbst wenn Sie wissen, wo sich die Bauteile befinden, durch leichte Positionsungenauigkeiten sind diese meistens schon größer als der Spielraum der Montage. Das bedeutet, dass Sie dort auch Verkantungen erfahren und Sie dadurch irgendeine Form von Perzeption benötigen, sei es kraftbasiert oder eben durch irgendwelche visuellen Merkmale. Und in diesem Beispiel würde zum Beispiel eine einfache kraftbasierte Steuerung auch nicht weiterhelfen, da, wie Sie an dem unteren Bild sehen, das Bauteil sich hier verklemmt. Und auch wenn Sie jetzt hier eine kraftbasierte Steuerung haben, die hier versucht, mit mehr oder weniger Kraft versucht, compliant hier reinzufahren, wird das trotzdem hier immer hängen bleiben und man müsste eben erstmal zurückgehen, beziehungsweise vielleicht etwas durch Rotation diese Verkantung lösen. Der Ansatz, der mein Kollege hier sich erdacht hatte, ist, dass basiert auf Imitation Learning. Das bedeutet, wir haben einen Experten, der das Problem in Simulation demonstriert. Hierbei wird eine 6D-Maus verwendet. Das Interessante dabei ist, dass es ohne Force Feedback geschieht. Das heißt, der Mensch verwendet hierbei das optische Feedback des Programmes, um eben zum Beispiel Verkantungen zu erkennen. Es wurden höhere Reibungen und kleinere Spielräume verwendet, um es etwas anspruchsvoller zu machen, um dann eben eine gute Übertragbarkeit auf die Realität zu erreichen. Und diese Datensätze eben durch die 3D-Maus werden dann eben als Trainingsdaten verwendet. Um das Ganze nun zu realisieren, wurden zwei Netzwerkarchitekturen verwendet. Einmal die LSTMs, das sind Long Short-Term Memory Networks, um Sequenzen abbilden zu können. Und als zweites noch die MDMs, das sind Mixture Density Networks, um Wahrscheinlichkeitsverteilung zu berücksichtigen. Dabei sind LSTMs notwendig, um den zeitlichen Ablauf zu erfassen. Das bedeutet, das System muss natürlich ein Gedächtnis in einer Form entwickeln, um den ganzen Ablauf bis zum Formschluss zu erreichen. Und das MDM ist notwendig, um verschiedene Strategien und Verhalten aufzunehmen. Da wir natürlich die verschiedenen Experten verschiedene Lösungsstrategien entwickelt haben, um beispielsweise eine Verkantung zu lösen, muss das durch eine Form von Wahrscheinlichkeitsverteilung berücksichtigt werden, um nicht immer die gleiche Lösung zu verwenden. Hier sehen Sie jetzt nun unten das System im Einsatz, das nun versucht, hier mit diesem recht anspruchsvollen Problem der Legeklötze einen Formschluss zu erreichen. Gerade die Lego-Noppen oben erzeugen natürlich viele Verkantungen. Und wie Sie sehen, konnte eine reaktive und fehlerkorrigierendes Verhalten erreicht werden, das vor allem eben das Steckenbleiben lösen kann. Wie Sie hier beispielsweise auch sehen, bei der Distanz zum Ziel, dass das System eben gelernt hat, dass es teilweise auch sich weiter vom Ziel entfernen muss, um eben im Endeffekt zum Ziel zu kommen, was beispielsweise eine reine kraftbasierte Lösung nicht machen würde. Und am Schluss möchte ich das Ganze noch zeigen. Das Projekt wurde ursprünglich für das öffentliche, das DLR-Projekt IBOS entwickelt, wo es ging darum, intelligente Baukastensysteme für On-Orbit-Satelliten zu entwickeln. Und hier ist eben auch ein sehr passgenaues Fügen notwendig der einzelnen Bauteile. Und hier können Sie eben sehen, dass der Roboter nach und nach es schafft, trotz Verkantung diesen Formschluss zu erreichen. Genau, damit sind wir schon über der Zeit, deswegen bin ich hiermit auch schon fertig und dann haben wir, glaube ich, noch Zeit für Fragen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir sehen ein paar Fragen hier im Chat. Genau, Dominik, willst du sonst die erste vielleicht übernehmen? Oder ihr? So, Entschuldigung. Die erste Frage ist, inwieweit entwickelt sich der No-Code-Ansatz von Tulip als Alternative zu ROS? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die würde ich an den Pascal mal in die Richtung geben.
Ja, genau, kann ich gerne beantworten. Und zwar generell bei Rust, man muss nicht immer programmieren. Also wenn es schon fertige Module gibt, dann kann man die einfach verwenden. Mittlerweile gibt es auch relativ übersichtliche Benutzerinterfaces, wie zum Beispiel Behavior Trees, mit denen es ist möglich, einfach so ein bisschen Plug and Play, wie Kinder programmieren, sage ich jetzt mal. Und dadurch ist es möglich, die vorhandenen Komponenten zusammenzustecken und interagieren zu lassen. Wenn ich jetzt aber neue Funktionalität will, wie zum Beispiel so einen kraftbasierten Regelansatz, dann komme ich ums Programmieren nicht rum. Bei der Tulip-Lösung ist dann halt der Fall, dass der Entwickler das Entwicklerteam im Hintergrund entsprechende Module bereitstellt und die dann zum Download, zum Kauf oder zum Einsatz anbietet. Bei ROS ist es relativ ähnlich, aber alles quasi Open Source. Die zweite Frage ist eine Frage nach der Bereitstellung des Vortrags in Form von einer Aufzeichnung. Da können wir sagen, das wird gemacht. Also das ist, glaube ich, einer der Vorteile von so einem virtuellen Format, dass wir das aufzeichnen können. Und wir werden das auch im Nachgang zur Verfügung stellen. Das werden Sie dann noch per E-Mail, nehme ich an, über die Anmeldung auch erhalten, wo das dann zu finden sein wird. Genau, dann gibt es eine Frage, welcher Lego-Simulator bei den Versuchen am Ende benutzt wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich versuche das gerade nebenher zu klären. Gazebo ist die Antwort, Version 9. Das heißt, das war durchaus eine relativ schwierige Simulation für Gazebo. Und ja, die nächste Anschlussfrage daran war noch, werden die Kräfte dort verwendet? Und ja, die Kräfte werden simuliert. Wobei das Entscheidende bei dem Training dort ist im Grunde, dass die Kräfte abstrahiert werden. Das heißt, es werden nicht die realen Kräfte aus der Gazebo-Simulation genommen, die sehr verrauscht sind, sondern es werden bei den Bewegungsstrategien werden die relativen Positionen zueinander verwendet und dann letzten Endes die Kräfte dort angepasst, so dass sie tatsächlich sehr, sehr gut skalierbar sind von Roboter zu Roboter und Anwendung zu Anwendung. Weil jetzt hier gerade nochmal die Rückmeldung kam von Stefan Scherzinger, dem Experten, das wurde durchaus Gazebo-seitig sehr stark erweitert durch einige Plugins, um diese Simulation so zu ermöglichen. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe noch eine Frage vom Herrn Herrmann, der sich gerne per Audio stellen möchte. Ich versuche sie mal freizuschalten. Hallo in die Runde. Ja, hallo. Das funktioniert ja super. Ja. Super. Danke für die tollen Vorträge. Ja, die Frage geht in Richtung Streampipes. Und zwar würde mich noch interessieren, wenn Sie da aus x verschiedenen Quellen die Daten fusionieren, was ist dann nachher das gemeinsame Backend im Hintergrund? Was ist die Datenbank da drin und wie stellen Sie da eine zeitliche Konsistenz sicher, wenn jetzt die Datenquellen mit leicht unterschiedlichen Verzögerungen vielleicht die Daten abliefern? Wie wird das dann nachher zeitlich sortiert? Also das hängt eigentlich davon ab, wie man die Zeiten synchronisiert. Also da gibt es grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, welche Zeit man eigentlich anlegt. Ne? Zum Beispiel die Zeit, wann der Sensor die Daten produziert hat. Also manche Daten bringen einmal schon den Zeitstempel mit. Dann kann man das auf der Basis auch synchronisieren. In manchen Fällen ist das nicht der Fall. Dann haben wir auch ein Feature, in dem man halt sozusagen beim Dateneingang einen Zeitstempel hinzufügen kann, sodass man sagen kann, das ist eigentlich das, oder wir nehmen den Zeitpunkt eigentlich an dem das Event bei uns eintrifft oder der Messpunkt. Und so kann man dann eigentlich am Ende auf dieser Basis die Daten synchronisieren. Intern speichern wir die Daten, wenn der Nutzer das so ausgewählt hat, in einer Zeitreihendatenbank und können dann eigentlich über den Zeitstempel, der vorliegt, die Daten zusammenfassen. Okay, vielen Dank. Und was ist da die maximale Datenrate, die man hinkriegt? Hängt natürlich klar von der verwendeten Hardware ab, aber wie sind da so die Gefühle? Also wenn ich mir zum Beispiel eine Robotik angucke, wenn ich Kraftmomentensensorik habe an einem Roboter oder so, dann schaffe ich da ja schon ein bis mehrere Kilohertz an Datenpunkten.
Schafft das die Zeitreihen-Datenbank? Ich glaube, man muss das ein bisschen unterscheiden. Also die Zeitreihen-Datenbank kann das, glaube ich, in manchen Fällen schaffen. Es kommt aber natürlich darauf an, wie viele Roboter habe ich denn angebunden, wie groß ist mein System. Grundsätzlich lässt sich die Hardware-Anforderung von StreamWebs eigentlich von einem Raspberry Pi bis zu einem auch Kubernetes-Cluster großziehen. Und grundsätzlich ist das System skalierbar. Wir schaffen, sage ich mal, auf einzelnen Datenströmen durchaus so eine Frequenz halt auch, dass man mehrere 100 Hertz zum Beispiel auch schaffen kann. In den meisten Fällen ist dann eigentlich die Frage, wenn ich jetzt Kilohertz-Bereiche halt habe, möchte ich das alles auch persistieren? Ja, oder reicht es zum Beispiel auch, die Daten vorzuverarbeiten und zum Beispiel nur eine höhere Aggregation zum Beispiel der Daten auch zu speichern? Das ist so ein bisschen die Frage dann der Anwendung und was man möchte und lässt sich deswegen auch, glaube ich, nicht ganz pauschal beantworten. Aber grundsätzlich haben wir bisher eigentlich die Anwendungsfälle, die wir bekommen haben, auch umsetzen können, was die Frequenz betrifft und die erforderliche Frequenz. Ich weiß nicht, ob da Philipp oder Patrick oder Marco noch was zu sagen wollen, aber. Nee, genau, ich hätte es auch so gesagt wie du. Wir hatten auch schon im Kilohertz-Bereich Daten verarbeitet. Bei der Speicherung muss man wiederum aufpassen, aber das ist auch, der Fokus liegt eher in der Datenverarbeitung wie in der Persistierung. Also initial kann man Daten auch verarbeiten, aber bei sehr hochfrequenten Robotik-Echtzeit-Anwendungen würde man dann andere Lösungen noch dazwischen schalten. Aber okay. Das ist vielleicht noch eine gute Ergänzung auch. Also wenn man halt solche Fälle hat, kann man in der Tat dann auch zum Beispiel spezialisierte Systeme dann anbinden und das Datensenkel zum Beispiel auch nehmen und die Daten dann darüber da reinpumpen. Ja, vielen Dank. Dann gab es hier eine Frage, ob was denn jetzt eigentlich besser ist, ROS 1 oder ROS 2. Das ist ein bisschen eine Glaubenssache, würde ich sagen. Also wir haben ROS 1, was ein sehr, sehr, sehr großes Ökosystem ist mit sehr vielen Bibliotheken, Anwendern, das durchaus, ich sag mal, schon einen sehr guten, robusten Stand erreicht hat, mit dem auch verschiedene Produkte oder Anlagen betrieben werden, hat aber auch einige Nachteile hinsichtlich Echtzeitfähigkeit, Absicherung und Ähnliches, was manchmal den industriellen Einsatz so ein bisschen im Wege steht. Und gleichzeitig haben wir ROS 2, was gerade enorm weiterentwickelt wird und einen großen Hype sogar erlebt. ROS 2 ist wiederum noch nicht so ganz feature-complete. Ja, da fehlen noch so ein paar Funktionen. Es wurde jetzt gerade vor 2-3 Wochen das erste Mal ROS Control mit ROS 2 erfolgreich umgesetzt. Da sind wir auch sehr aktiv mit dabei, zusammen mit verschiedenen Firmen und auch Einrichtungen, ROS 2 weiterzuentwickeln und auch dafür Treiber zu stellen. Die Intention hinter ROS 2 ist, das Ganze noch weiter zu industrialisieren und zu professionalisieren. Ja. Insofern kommt auch an, was man machen möchte, wäre die Antwort. Der Hermann hat noch eine Frage, da würde ich sie auch noch mal freischalten. Ja, wenn noch Zeit ist, dann vielleicht an den Pascal nochmal. Gibt es schon Erfahrungen mit MOVIT 2 und vor allem der Echtzeitplanung da drin, der Online-Planung? Bisher noch nicht, aber wir sind dran. Genau, also es ist jetzt ja noch nicht so lange, noch nicht bereit quasi. Die Beta-Phase läuft ja meines Wissens sogar noch. Genau, aber sobald es dann auch wirklich produktiv eingesetzt werden kann, wird es auch hier getestet, auch gerade im Umfang mit den anderen ROS 2 Robotern und Systemen, die hier gerade entwickelt werden. Okay, genau, also da bin ich gespannt. Was man sagen darf, was öffentlich schon durchgesickert ist, es wird demnächst einen ROS 2 Treiber für den UR offiziell geben, an dem wir mit beteiligt sind. Das wird, glaube ich, die ganze ROS 2 Community nochmal stark pushen, wenn es dann auch native Hardware gibt, die das unterstützt, ja. Also Roboter-Hardware. Das ist ein wichtiger Schritt. Genau, ansonsten weiß ich nicht, Pascal, hast du noch eine Minute? Dann kannst du es vielleicht kurz nochmal zeigen. Genau, also es läuft jetzt wieder. Wenn ihr mir den Bildschirm gebt,
dann kann ich nochmal kurz hier die Demo zeigen. Beim letzten Test hat sich der Controller verabschiedet und deswegen musste ich es neu starten. Müsste jetzt gehen. Jawohl. Und wir müssen schon das Richtige sehen, genau. So, also ich schalte mal hier auf die GUI. Man sieht jetzt hier wieder nach wie vor den orangen Roboter. Jetzt kann ich ihn bewegen. Es wird geplant. Ich kann die Planung nochmal ausführen und dann kann ich sagen, okay, jetzt bitte auch die Bewegung ausführen. Und jetzt bewegt sich auch der Roboter. Ich mache das Ganze quasi gerade nochmal mit dem Kamerabild in groß. Jetzt fahren wir diesmal nach oben. Also man merkt, es ist relativ einfach. Und ich habe jetzt auch hier die Möglichkeit, beliebig viel Peripherie anzubinden, zum Beispiel noch einen Greifer, ein Kamerasystem und so die Systeme deutlich einfacher zu gestalten und auch schneller umzusetzen. Okay. Ja, danke, Pascal. Dominik, willst du dann den Wrap-up machen? Würde ich sagen, sind wir ganz gut in der Zeit. Wenn es noch Fragen gibt, können Sie die gerne noch stellen. Die können wir auch im Nachgang gerne noch beantworten. Dann würde ich einfach nochmal mein Bildschirm teilen für die letzten paar Folien. Um das einfach nochmal zusammenzufassen, Ziel dieses Workshops war es, Ihnen einen kleinen Einblick zu geben in einige Open-Source-Projekte, insbesondere am Beispiel von Apache StreamPaths und am Beispiel von ROS und weiteren KI-Tools. Wir wollten ein bisschen zeigen, wie man eigentlich sehr einfach auch heute mit verfügbaren, frei verfügbaren Projekten auch Ideen und Anwendungsfälle umsetzen kann und auch Probleme lösen kann im Bereich von KI und Industrial IoT. Das waren jetzt einige Beispiele. Es gibt deutlich mehr Open-Source-Anwendungen, sehr spannende, sehr große Projekte auch, die auch wirklich von großen Unternehmen mitentwickelt werden im Bereich AIoT. Manche sehen Sie hier unten auf der Folie. Da gibt es sehr bekannte wie Apache Spark zum Beispiel auch für sehr skalierbare Datenverarbeitung und Analyse. Es gibt im Bereich Deep Learning große Frameworks. MXNet ist da nur eins davon. Auch PyTorch zum Beispiel werden viele kennen. Aber eben auch bis runter auf die Datenebene, um sehr einfach Daten anzubinden, aber eben auch zum Beispiel im skalierbaren Maßstab zu speichern. Da gibt es auch ein sehr schönes und vielleicht gar nicht so bekanntes Projekt in der Apache Foundation mit der IoT-DB-Datenbank. Das sind Tools, die kann man auf jeden Fall empfehlen, sich die anzuschauen und zu sehen, ob die für die eigene Anwendung auch funktionieren können. An der Stelle, wir haben jetzt ein bisschen auch die Robotik-Sicht gezeigt, zusammen auch mit der Sicht eigentlich, wie können wir denn Daten, die zum Beispiel von physischen Geräten entstehen, auch zusammenbringen. Wir führen da schon seit Jahren auch in einer guten Zusammenarbeit mit den Kollegen, die sich vor allem auch mit Robotik und KI beschäftigen, um halt da Projekte umzusetzen, beispielsweise auch, wie man das hier auf dem Bild sieht, im Bereich von UR-Robotern und zum Beispiel auch Zustände zu erkennen, den Gesundheitsstatus permanent auch zu erfassen und zu analysieren. Da gibt es, glaube ich, viele interessante Fragestellungen und von daher bleibt mir am Ende zu sagen, wenn Sie Interesse haben, diese Themen zu vertiefen, wir stehen da gerne zur Verfügung. Wir beraten gerne hinsichtlich im Einsatz von Open-Source-Software im Bereich AIoT. Wir helfen gerne auch bei der Entwicklung von Prototypen und Proof of Concepts, helfen bei der Entwicklung oder auch Erforschung von Fragestellungen, immer auch mit der Anwendungsnähe und der Anwendungskenntnis auch. Das macht uns Spaß, sprechen uns da gerne an. Wir diskutieren gerne alle möglichen Themen und sind eigentlich immer auch, stehen immer zur Verfügung für jegliche Form der Zusammenarbeit, sei es jetzt Auftragsforschung, aber eben auch öffentliche Verbundforschung. Aus diesem Grund würde ich sagen, schließen wir das auch. Wir sind sehr, sehr gut in der Zeit, muss man sagen, mit einer Minute noch frei. Wenn Sie noch Fragen haben, jederzeit gerne. Ich schaue gerade noch mal in die Fragenbox, ob ich da noch was sehe. Alles gut. Alles gut, sehr gut. Dann bedanke ich mich einfach mal stellvertretend für die Kollegen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Uns hat Spaß gemacht. Wir hoffen, Ihnen auch. Und es hat Ihnen ein paar interessante Einblicke gegeben. Wir wünschen noch einen schönen Tag auf jeden Fall, schönes weiteres Workshop-Programm. Ich glaube, es gibt noch einige interessante Vorträge auch. Und kontaktieren Sie uns gerne bei jeglichen Fragen. Schönen Tag noch und bis bald. Tschüss. Ciao.